Hallo und Servus. So transportiere ich dieses wahnsinnig sperrige Teil. Geht leider nicht anders. Und dann muss ich es halt jedes Mal zusammenbauen, aber wenn man sowas haben will, muss man das halt so machen. Ich melde mich dann gleich wieder. Fertig für die zweite oder dritte Ausfahrt. Ich hoffe, dass wir unter der Schrankendauer irgendwie durchkommen. Also los geht's. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ich hoffe, man sieht es dann auf dem. Ich zeige euch jetzt einfach mal, wie das Ding rennt. Der Wengler ist fertig. Also, soll ich erinnern, diese kleine Hügel da war, gibt es quasi gar nicht mehr. Fährst du einfach drüber. Die Steuerung, die kommt ja fast vor wie bei einem Panzer, durch den, dass man mit den zwei Hebel lenkt. Ich habe euch da noch mal so einen schönen Hügel aufgebaut. Also ihr seht, das ist jetzt schon kein Problem. Und wenn dann schon mal der Elektromotor drin ist, dann sowieso nicht mehr. Also Wahnsinns-Performance mit diesem Teil. Jetzt werde ich mal weiterfahren zu den engeren Stellen. Mal sehen, wie sich's dazu macht. Ich halte mal die Kamera wieder auf nach vorne. Also da drin waren wir jetzt gerade. Haben wir mal ein bisschen so halbwegs das Gelände fahren probiert. Ist überhaupt kein Thema. Ich kenne die Strecke noch vom Laufen. Wenn du die Strecke läufst, dann ist das halt einfach ein ziemlich langes Stück. Wenn du dann auf einmal mit dem Fahrrad unterwegs bist und hast da eine ganz andere Geschwindigkeit drauf, dann ist das schon Hammer. Also das ist schon echt Hammer und jetzt fahre ich noch nicht mal schnell. Da bin ich jetzt gespannt, wie es dann da vorne ist. Ob wir überhaupt mit einem breiten Gefährt durchkommen. Man sieht vor allem ein wenig was. Hier mein neuer Spiegel. Der ist verdammt knapp am Reifen. Aber es geht. Wie ich schon sagte, muss ja einiges noch umgebaut werden einmal vor dem Fahrzeug. Aber das Ganze eröffnet ganz neue Möglichkeiten. Also es ist schon Hammer. So. Der schlimmste Feind momentan sind noch die Dornen, aber auch dagegen habe ich schon die ersten Schritte unternommen. Und jetzt schauen wir halt einfach mal. Ja, das ist jetzt noch nicht die Gefahr. Bis auf die Brennnessel, die würde ich brennen können, ist das überhaupt kein Thema. Überhaupt gar kein Thema. Da dürfte man sich ja fast der Schulterkamera das nächste Mal mitnehmen. Ja, und definitiv weniger Reifendruck. Definitiv. Aber ansonsten, geniale Sache. Wirklich geniale Sache. Also, ich weiß nicht, seht ihr was? Ich hoffe es. Also, ich finde es cool. Ich finde es unheimlich cool.
dann auch mal wirklich im Gelände rumfeiern zu können mit dem Teil. Aber dafür ist es ja wie gesagt gemacht. Den Reifendruck werde ich dann mit neuer Schläuch etwas runtersetzen. Ich habe dann auch Reifenschutzfolie gekauft, denn das Problem ist bei den Reifen, die können an Platten gehen. So, jetzt haben wir hinten noch ein Problem. Bin ich mal gespannt. Ja, wir sind frei. Er hat sich irgendwie Druck gewühlt. Ich weiß nicht wie, aber er hat es geschafft. Also, bis jetzt musste ich noch nicht absteigen. Das ist genial, genial. Oh, da vorne. Also wie gesagt, das Problem ist auch noch, oh, da sind Donner. Das Problem ist auch noch, ich habe jetzt nur eine Hand frei zum Lenken und zum Bremsen, da ich ja mit der anderen Hand filme. Oi, oi, oi. Da kennt ihr nix. Da kennt ihr einfach nix. Drüber geschmirgelt. Also das wollte ich euch noch mal zeigen, da ist jetzt so der Weg, steht es gerade so, da bin ich gekommen und trotz der Breiten, also man kommt eigentlich schön durch überall. Die Reifen brauchen definitiv weniger Luft. Dass man richtig schön über die Hindernisse drüber gleiten kann. Das ist einmal das Wichtigste auf jeden Fall. Die Luft muss reduziert werden. Ich würde sagen 0,4 bis 0,5 bar. Reicht vollkommen aus. Hier haben wir wieder eine Engstelle. Ich weiß gar nicht, wie ich das filmen soll, aber dass man es vielleicht einigermaßen drauf kriegt. Aber wie gesagt, es geht. Also in den seltensten Fällen ist der Baum, glaube ich, sind die Bäume so dicht gepflanzt, dass man nicht mehr durchkäme. Es ist Wahnsinn. Ich fahre jetzt auch schon mal einen höheren Gang. Der kleinste, ja, für schwieriger Stellen halt. Jetzt kommt noch mal ein blödes Stück und dann bin ich, glaube ich, schon da. Da werde ich jetzt nochmal die Fußrasten aushängen. Ja, momentan ist der größte Feind die Stechmuck. Wirklich wahr. Ich werde vielleicht sagen, warum ist er so ängstlich? Da war gleich in die Ecken, geht es 3 Meter um, das ist ein fairer Wasserfall. Und bei allem Spaß und aller Liebe, mein Leben möchte ich noch nicht riskieren, nur um ein Fahrrad zu testen. Also. Und ich bin dann doch noch einiges unsicher, wenn es denn ums Umkippen geht. So. Ja Leute, so sieht's aus. Jetzt war jetzt mal ein kleiner Ausflug. Jetzt sehe ich da nochmal den Abgrund. Also hier geht es dann runter.
wenn wir schon mal da sind, ne, weiter fahre ich jetzt da unten, fahre jetzt nicht mit vorne hin. Könnte ich jetzt auch noch machen, also da gibt es noch sehr weite Wege. Aber ich denke, das ist ja schon mal gut für heute. Ich zeige euch jetzt mal, wie es dann hier so ausschaut. Wie gesagt, das ist dann hier der Wasserfall. Und da oben sind nochmal Bäume. Oder Trike. Die Gegend hier verändert sich jedes Jahr zusehends. Irgendwann ist er vermutlich weg. So, dann würde ich sagen, machen wir uns mal einen Rückweg, weil die Tomaten wollen ja auch noch gegessen werden. Ist das nicht ein Traumbild, hä? Schon mal Kletten am Hautinger gehabt. Also, weil wir gerade bei den Superlativen des Tages sind, ich muss jetzt mit diesem breiten Spur hier über diese Brücke fahren. Das mache ich ja für einen Mauerfahrer und Fahrer oder Fußgänger überhaupt gar kein Problem sein. Aber hier ist es wirklich so, dass es halt, wer sieht das vielleicht drin? Warte mal, hier ist es halt so, dass es gerade nicht so ausgeht. Schauen wir mal, wie es funktioniert. Ja, locker. Locker, lockig.